Gut, so, nächste Dungeon. Test Nummer 2 bei der Aufnahme. Ich hasse dieses Overwolf, ey. Ich hoffe, mit dieser Episode 8 kommt ein neues Game Guard Update raus und so, dass Fraps wieder läuft, ey. Mir geht das lange echt um den Piss mit dem Ding. Boah. Schmiert ihr das mal? Ich hoffe, das Ding schmiert mir jetzt nicht gleich in der Dungeon ab, ey, und schließt. Ja, weil, wenn das Ding abschmiert, schmiert es komplett Kabal gleich ab. Okay. Ja, wir gehen jetzt FI. Das ist eigentlich, glaube ich, auch die letzte Party-Dungeon, die noch fehlt. Und dann kommt nur noch die DX-Dungeon. Und die möchte ich doch vorher fertig haben, bevor das Update rauskommt. Weil dann mache ich ja, wie gesagt, Infovideos über das Update. Und danach sowieso erstmal keine Ahnung, was danach kommt. So, ich habe alles mit. Dann werde ich euch gleich noch demonstrieren. Ich habe neue, was für neue Sachen ich habe. Warum ich ja damals meine Glows und ja, meine Glows und die Ringe verkauft habe. So, Nicole hat auch ihr EOS plus 8. Sie sagt, das sieht ihr langweilig aus. Den finde ich nett. Okay. Ja, dann kann es eigentlich losgehen. Ja. Ach so, sie ist schon drin. Jetzt klar. So. Ja, diese Bosse, ja, geschweige diese, ich nenne sie immer die Türsteher hier, oder so nennen wir sie immer. Die muss man ja nicht gleich am Anfang mit BM hauen, das muss man überhaupt nicht. Erst ab der Hälfte der AP macht man BM. Okay. Was habe ich neu? Ja, das will ich jetzt demonstrieren. Ich habe meine Glows verkauft. Ich hatte ja Suit und Glows, wisst ihr? Mit Heal, mit Skill XP, Watercraft. Ich habe mir jetzt neue geholt, geschweige. Eigentlich sozusagen getauscht gegen neuere, ein bisschen als halt dazu gegeben und habe halt neuere jetzt. Hä? Weswegen? Okay. Die Ringe habe ich wieder. Ich hatte gestern ein gutes Craft-Glück gehabt da. 5 Ringe auf einmal gekauft aus 25 gekauft. Und zwar die Glows sind die hier. Mithril-Glows FB auf Fatal. Natürlich keine Schambeinigen, also sind noch Originale von der damaligen Zeit. Sports gelernt und mit 1% Max Crit Rate. Ist nicht viel, naja, stimmt schon, aber ist immerhin besser als 4 Skill XP. Was habe ich noch neu? Die Suit. Auf die Suit bin ich richtig geil froh drüber. Und zwar hat die HP plus 140. Ja. Die gibt HP 140 dazu. Auch alles plus 11. Also ich habe da nichts Neueres dazu gekauft. Ja. Ich habe mir einen zweiten Ramp jetzt dazu belegt. Einfach mal so nebenbei. Da ich glaube doch, Ramp ein bisschen besser ist als den Force Rack plus 7. Aber großen Unterschied merke ich dazu nicht. Also wo es wichtig sein könnte. Vielleicht Chaos Arena könnte das sehr geil. Weil da halt auch die Mobmasse da ist. Vogel. Komm her, du hässiger Fisch. So, ja, was habe ich noch neu? Ja, sonst eigentlich nichts. Glows kennt ihr jetzt. Die Suit ist neu. Den Helm kennt ihr ja auch. Und der Helm ist alt, also der ist nicht von diesem heutigen. Also von dem Oster-Event. Metal-Event. Jetzt gibt es ja zig Stück von diesen Helmen jetzt auf unserem Server. Was mich ja natürlich ein bisschen ärgert, weil vorher war ich ja mehr oder weniger der Einzelfall, der so einen Helm hatte. Jetzt haben den ziemlich viele Warrior, Wizards, bla bla bla. Ey, das habe ich hier nicht mehr im Target. Ja, das Bike kennt ihr ja auch. Das plus 15. Amulet of Pain ist sonst alles das gleiche geblieben. Crystal ist noch der 27er. Das Blade kennt ihr auch. Schuhe sind auch noch dieselben gewesen. Ja, und mein altes Blade, das habe ich sogar noch hier liegen. Ich traue mich hier immer noch nicht, das durch den Transmuter zu jagen. Vielleicht erst nach dem Update. Mal gucken.
Oh, jetzt müssen wir hier diesen Coolbug-Dolphy killen. Dann kommt der nächste Türsteher. Und für den Türsteher gehe ich dann BM. Also wir wechseln uns immer ab. Sie macht den ersten, ich mache den zweiten sozusagen. Also wir brauchen nicht beide Doppel-BM darauf zu gehen. So. Weil sich ja ein Kamerad, der schon Kamerad sag ich jetzt nicht. Wie soll er sagen? Einer sich ja beschwert haben. Wegen den letzten, vor allen Dingen zu Reading Hall. Das war ja, wie habe ich ja von Anfang an gesagt, dass es eine reine Pimmel-Dungeon für uns ist. Weil wir machen da nur alles mit Combo. So wie AOS2. Und da sich ja dann doch einer beschwert hat, sage ich jetzt doch mal hier, das ist mir ehrlich gesagt Banane. Du musst mich nicht angucken. Notfalls gibt es andere YouTuber. Schau danach. Ich weiß, ich habe es aber vorein gesagt, dass es langweilig werden könnte. Aber ich mache das so. So wie mir das halt gefällt. Ah. Ja, wie gesagt, FI, danach nur noch die DX-Dungeons, glaube ich. Ja, mehr eigentlich nicht. Danach haben wir alles. Jetzt warte ich eigentlich, was ich eigentlich nur noch hoffe, ist so eine schöne Formula-Karte fürs RW3. Wenn es die bald geben würde, dann würde ich die auch holen. Also hoffentlich Damage, irgendeine Damage-Formula-Karte, so dass ich halt mein RW3 noch einen Korf draufballern kann. So, weil ich denke mal, ich vermute auch fast, sobald nämlich diese Dungeon Challenge jetzt hier vorbei ist und das Update da ist, kann ich mir fast schon vorstellen, was ihr als nächstes sehen wollt. Und zwar nochmal Dungeon Challenge und diesmal alle in BM3. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass das kommen wird. Weil ich weiß, dass ihr selber so gesehen nicht, was ich noch in Let's Playen soll hier in Kabal. Geschweige was zeigen soll. Die Story Quest läuft ja auf dem DE-Server. Ansonsten kann ich eigentlich nichts hier mehr Let's Playen. Dungeon Challenge ist ja jetzt schon zum zweiten Mal. Naja. Aber wie gesagt, da dürft ihr euch wieder entscheiden, was ihr da wieder sehen wollt. Aber das denke ich mal, wird die große Vermutung sein. Natürlich wird natürlich auch Infovideo kommen über das Episode 8, sobald es Montag da ist. Worauf ich mich auch schon tierisch freue, geschweige komplett Gilde freut sich darauf ja schon. Und da bin ich echt mal gespannt. Also wenn das auch losgeht, also so große Quests auch mit bei sind, werde ich die vermutlich auch dann auch Let's Playen. Aber erstmal überraschen lassen. Ich weiß selbst nicht genau, was alles kommt, aber mal gucken. Wenn die anderen Sachen fertig sind. Spyro, LVD und so. Ne, sie hatte mich gerade gefragt, falls ihr das nicht lesen könnt, wann ich das LP mache von Dead Island. Dann habe ich hier gerade geantwortet drauf, dass ich das erst anfangen werde, sobald die anderen LPs fertig sind. Ich habe ja jetzt insgesamt 1, 2, 3, 4 Stück am Laufen. Also Spyro habe ich ja noch am Laufen. Dann Left 4 Dead mit Viper zusammen. Und Kabal Story Quest und hier die Dungeon Challenge. Und erstmal will ich da die restlichen abschließen, bevor ich mal irgendwie was Spontanes Neues anfange. Weil sonst wird mir das sonst immer zu viel. Aber darauf könnt ihr euch auch schon mal freuen, auf Dead Island. Dead Island wird, ja, wie soll ich sagen, wenn ich das Let's Player auch ein sehr großes Blind Run werden. Da ich damals das Spiel halt, wie soll ich sagen, nicht original hatte, sage ich jetzt mal so. Und ich das halt mal zum Antesten gezockt hatte. Und mir das doch dann sehr, sehr gut gefallen hat. Und dann habe ich mir das
Geschweige habe ich das dann original geschenkt bekommen von Nicole damals. Und ja. Und damals habe ich nur bis zum, ja, man wacht ja auf im Hotel und man muss später nochmal zurück ins Hotel irgendwas rein, irgendwie nochmal rein. Bis dahin habe ich damals nur gespielt und nicht weiter. Ich war noch nie in der Stadt oder sonst irgendwie oder wie es sonst noch so weitergeht. Da bin ich noch sehr, sehr, sehr gespannt drauf. So, Mucha, komm her. Aber Vogel. Siehst du, Leo? So muss ein Vogel hören. Wie gut, dass er sich gerade putzt, dann quiekt er mir jetzt hier nicht wieder in die Ohren rein. So. Ah, ich muss dann noch bei der Bank anrufen. Anrufe sobald. So, jetzt habe ich doch gebeten, dass sie mich darauf hinweist, weil ich vergesse das sowieso wieder. Ich muss mich noch anrufen da. Ich wollte mir einen neuen Fernseher letztens holen. Ist schön, so einen großen, schön Flachding, ne? Weil ich habe hier immer noch so einen alten Röhrending. Ja, habe ich wirklich noch. Und jetzt wollte ich mir einen neuen holen, so einen richtig schönen großen. Aber ging nicht, da irgendeine andere Zahlung angeblich noch am Laufen war, was schon lange vorbei ist. Und noch einen anderen Grund, was auch mein Fehler war, weil ich habe das auch damals überraten gemacht. Also ich kann das nur überraten machen, ich kann nicht auf Schlag bezahlen, das geht nicht. Da ich noch andere Kosten habe, so wie Miete, geschweige alles mögliche. Würde ich ja jetzt noch bei Eltern wohnen, wäre das was anderes, aber das geht halt nicht. Deswegen mache ich doch auf 6 Monate Raten, das ist halt immer das Minimum. Und da sagten die auch, dass es nicht ging, weil ich damals hatte ich meinen Rechner so bezahlt und da war ein Monat dabei, wo ich das auch weiß, wo ich halt verpennt hatte, dass ich da nicht genug Geld drauf hatte. Und das war auch mein eigener Fehler. Und das ist deswegen auch sozusagen. Ich erstmal eine Blockade habe. Ich muss erstmal da noch anrufen und fragen, warum ich noch eine Zahlung auch mal habe. Geschweige, warum sie das noch nicht abgeschlossen haben. Weil die letzte Zahlung war vor 2 Monaten. Naja, aber das sind ja nicht eure Probleme, sind ja eher meine. Kiste analysieren. Wo ist er? Riot, da ist er. Ja, der Saiyazor, die Logik von diesem Saiyazor habe ich sowieso noch nicht verstanden. Warum der hier ist? Weil der verschwindet einfach so. Jetzt zum Beispiel. Schon ist er weg. Oh, ich stehe gerade alleine hier. Nicole ist gerade gestorben. Und mal gucken, ob sich die Ramp mal ein bisschen bemerkbar machen. Weil hier ist es doch noch gut krass, der Riot da, ihr seht, falls ihr es gesehen habt, zieht er mir ja doch fast 1k rein. 957 gerade. Da, 1063. Selbst auch wenn ich 1280 Death habe, also. Ich denke mal, Wizards haben es richtig schwer hier. So, nachdem der hier kaputt ist, sage ich euch gleich, dann mache ich nämlich kurz einen Snit, dann haben wir nämlich wieder die 15 Minuten voll. Und dann war es das auch schon. Ja, neue Farbe kaufen.
sie nämlich gerade rumgemeckert, dass ihr Bike nicht mehr zu ihr passt wegen dem EOS Plus 8. What the... Irgendwas Blaues würde ich sagen, oder? Als Farbe, wenn sie ein Bike hat. Weil sie hat jetzt in der RW3, so wie meins, das Rot ist. Ich habe das damals rot gemacht, weil das gut passte zum EOF Plus 8. Ihr ist es jetzt auch rot und dann sagte sie schon, dass es nicht zu ihr passt. Ah, wohl, ich mache jetzt mal einen Cut, ey. Bis gleich oder bis zum nächsten Part.